Ja gut, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, danke für den Vortritt, es wäre jetzt egal gewesen. Zunächst einmal möchte ich anführen, dass der Gesetzesantrag der Linken nach unserer Einschätzung durchaus in die richtige Richtung zielt. Wir werden ihn allerdings heute, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, nicht unterstützen. Das will ich allerdings begründen, weil die Thematik ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Zunächst einmal der Hinweis, dass das in die richtige Richtung zielt, ist deshalb das Thema, weil es um faire Wettbewerbsbedingungen in der Vergabe öffentlicher Aufträge geht. Es geht nicht um die allgemeine Mindestlohnkommission, sondern um die Vergabe öffentlicher Aufträge. Und da ist es sowohl für die Unternehmen, die öffentliche Aufträge nehmen, wie für ihre Beschäftigten, die gute Arbeit leisten sollen, wichtig, dass sie gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen haben. Wir können allerdings, das sage ich auch in aller Klarheit, als SPD-Fraktion und als Koalitionsfraktionen nicht über Tariftreue reden, wenn wir selbst nicht vertragstreu sind. Vertragstreu heißt unser Koalitionsvertrag und darauf möchte ich gleich auch noch eingehen. Ich möchte aber zuerst einen Blick zurück machen, weil dieses Thema mich jetzt persönlich befasst, seit ich in diesem Hause bin. Ich durfte das mit der Rückendeckung meiner Fraktion von Anfang an betreiben, sowohl in der Oppositionszeit wie in der Regierungszeit. Und in der Regierungszeit ist dann endlich auch was Ordentliches rausgekommen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den 6. Februar 2013, als das saarländische Tariftreuegesetz eingebracht wurde und zum ersten Mal eine Mehrheit fand. Das war für mich damals eine historische Stunde. Ich erinnere mich an den leider viel zu früh verstorbenen Kollegen und Freund Rolf Linzler, dem ich damals sagte, Rolf, heute komme ich in den Landtag und erreiche etwas, das ist historisch, das hat er übertreibt nicht, aber es ist schon gut. Und so war das auch. Wir haben damals eine Vergabemindestlohnkommission eingesetzt, paritätisch besetzt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaftsvertreterinnen und Gewerkschaftsvertretern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten damals eine Mindestlohnhöhe von 8,50 Euro angesetzt. Und auch dort, das entspricht dem, was Sie gesagt haben, Herr Fraktionsvorsitzender, es gab einige auch in unseren Reihen, die sagen, 8,50 Euro ist doch nichts. Ich hatte aber in Versammlungen die Gelegenheit, mit Menschen zu reden, die davon betroffen waren, die aus ihrem Leben heraus erzählt haben, was selbst diese 8,50 Euro für sie schon enorm bedeutet haben, ohne dass ich das jetzt schönreden will. Aber das Gefühl zu entwickeln, weil manche auch bei uns sagten, die alle mehr verdient oder mehr bekommen hatten, um es mal genau auszudrücken, das ist doch nichts. Dann haben Betroffene gesagt, nee, das ist schon was. Das hat enorm viel gebracht. Wir hatten ein Auftragsvolumen als Referenzgröße von 25.000 Euro gewählt, um Kleinaufträge auszuschließen. Da kann man drüber streiten über die Höhe. Wir waren ursprünglich mit 10.000 reingegangen, sind mit 25.000 rausgekommen, aber das hat sich bisher als nicht hinderlich erwiesen. Also daran ist nichts gescheitert. Und der entscheidende Punkt ist derjenige, dass bei uns im Saarland im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern Kontrollen durchgeführt werden, Kontrollen stichpunktartig über das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Und siehe da, das sind auch nicht nur pro forma oder wirkungslose Kontrollen, sondern so wie der saarländische Rundfunk berichtete, am vergangenen Samstag bereits, ist das nachzulesen auf der Homepage des SR, sind bei diesen Stichprobenkontrollen sehr, sehr viele Verstöße festgestellt worden, die dazu führen, dass diejenigen, die gegen diese Vergabemodalitäten verstoßen, mit empfindlichen Strafen zu rechnen haben, die auch verhängt worden sind, zwischen 0,5% des Auftragsvolumens bis hin zu 5%, und in einem Fall wurde eine Firma sogar generell ausgeschlossen von der Bewerbung um öffentliche Aufträge für 2 Jahre. Also das heißt, das ist kein Papiertiger, sondern diese Geschichte läuft entsprechend. Nun zum Werdegang dieser Vergabemindestlohnkommission und wie es am Ende
weitergehen soll. Da darf ich mit Ihrer Erlaubnis zunächst einmal den Koalitionsvertrag zitieren, weil der gibt darüber Aufschluss auf Seite 31. Ich zitiere: Die Koalitionspartner werden das erfolgreiche Gesetz über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und Mindestlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland, in Klammer saarländisches Tariftreuegesetz, weiterentwickeln. Die Höhe des vergabespezifischen Mindestlohnes wird an den Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz gekoppelt. Die jährliche Überprüfung des vergabespezifischen Mindestlohnes, § 3 Absatz 2 Satz 2 saarländisches Tariftreuegesetz, wird daher ausgesetzt. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wird die Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrages zur Bedingung. Der geltende Schwellenwert für den Anwendungsbereich des saarländischen Tariftreuegesetzes bleibt bestehen. Zitat Ende. Und man sieht an diesen gewählten Formulierungen, dass da erhebliche Beratungen im Hintergrund bereits erfolgt sind zwischen den Koalitionsfraktionen, weil jeder einzelne Satz hat es in sich. Diese Mindestlohnkommission, in der unter anderem Vertreter der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt und des DGB drin sind, hat das bereits in der Vergangenheit getan, hat dieses Gesetz entsprechend zur Anwendung gebracht, wobei naturgemäß die Vorstellungen von Arbeitgeberverband, angeführt durch die VSU und Deutschem Gewerkschaftsbund, angeführt hier durch uns, also im Ende durch meine Kollegin Altesleben und mich, sehr auseinandergegangen sind. Das hat dazu geführt, dass in der ersten Runde, die wir gedreht hatten, der Mindestlohn nach unserer Auffassung, Vergabemindestlohn, um es korrekt nochmal zu sagen, auf 8,90 Euro angehoben werden sollte. Dem haben die Arbeitgeber widersprochen. Dann gab es ein Schlichtungsverfahren mit der Schlichterin Christiane Krajewski und rausgekommen ist am Ende eine Anhebung auf 8,74 Euro vor 2 Jahren. Aufgrund dieses gesamten Werdeganges und weil wir beim allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn als Akzeptanzgrundlage ebenfalls einen solchen Kommissionsaufbau haben, haben wir dann gesagt, wir schließen uns dieser bundesweiten Geschichte in der Systematik an, haben aber dennoch unsere Vergabemindestlohnkommission nicht abgeschafft, sie ruht nur, könnte also gegebenenfalls durch die Gewerkschaften oder aber auch durch die Arbeitgeberverbände scharf gestellt werden. Das heißt, sie könnte im Grunde nochmal eigentätig werden. Das hat natürlich folgenden Vorteil. Das hat den Vorteil, dass wir nicht jedes Mal rückwärtsgewandt und nicht jedes Mal um jeden Eurocent hier und um regionale Höhen von Mindestlöhnen und was weiß ich streiten müssen, sondern dass wir uns in einem Gesamtkonzert bewegen, wo wir als Gewerkschaftsseite, aber auch von den Fraktionen her glauben, dass das unterm Strich die größtmögliche Akzeptanz hat für diese Mindestlohngeschichte, der im Übrigen ja eine Erfolgsstory ist. Generell, wir wissen ja, da war ja der Untergang des Abendlandes gepredigt worden. Anstattdessen ist das der größte sozialpolitische Erfolg, auf den meine Fraktion sehr stolz ist. Und das kann sie auch sein, dass wir das durchgeboxt hatten, damals im Bund. Und der Fehler, der darin liegen würde, wenn man einen politischen Mindestlohn machen würde, und da haben wir auf SPD-Seite viel Sympathie mit dem Thema 12 Euro. Es hat ja zu meiner völligen Überraschung der Bundesfinanzminister plötzlich rausgehauen. Als ich das morgens in der Bild am Sonntag gelesen habe, ist mir der Kaffeeball im Hals stehen geblieben. Aber ich erspare mir das jetzt weiter hier auszuführen. Es war auf jeden Fall völlig überraschend. Nur der Fehler eines solchen politisch gesetzten Mindestlohnes wäre, dass diese ganze Kommission sowohl die Gewerkschaftsvertreter wie die Arbeitgeber weg wären. Wir hätten die ja majorisiert. Wenn wir das vorgeben könnten, dann wäre ja dieser Kommissionsaufbau und das durchaus schwierige Finden eines entsprechenden Vergabemindestlohnes und der ganzen Mechanik, das heißt insbesondere welcher Tarifvertrag wird angewendet und, alles andere als trivial, wäre ja weg. Und damit wäre nach unserer Einschätzung, und da befinde ich mich in sehr wohl auch in Einschätzungen mit allen Gewerkschaften stellvertretend, auch mit NGG und auch mit Verdi und all den anderen, das wollten wir nicht. Denn stellten Sie sich mal vor, am Tage X
Jamaika stand vor der Tür, vom Balkon haben sie immer gewunken, würde Herr Lindner über dieses Thema maßgeblich mitreden. Das würde mich eher beunruhigen als beruhigen. Deswegen darf ich auch dem Koalitionspartner sagen, so wie wir das angepackt haben, finde ich das gut. Und so sollten wir das auch weiter bearbeiten und weiter zur Anwendung bringen und nicht die Beschäftigten und gerade die im Niedriglohnsektor einem Abenteuer politischer Mehrheiten, die wechseln, entsprechend aussetzen. Deshalb, das ist der wesentliche Grund, warum wir diese Geschichte ablehnen. Selbstverständlich wäre ein Mindestlohn von 12,56 Euro, die 12 Euro würden ja gar nicht reichen, wäre der richtige Mindestlohn, weil der wäre Stand jetzt armutsfest. Aber wenn wir das nicht in großer Akzeptanz hinkriegen, wird es nicht tragen und deshalb wollen wir diese Mechanik nicht außer Kraft setzen. Was ist nun die Perspektive? Die steht im Koalitionsvertrag drin, darüber wird weiterhin zu reden sein. Allein die Frage, was ist überhaupt ein repräsentativer Tarifvertrag, ist alles andere als trivial. Das ist sehr schwierig. In welchem Bereich sind das die Beschäftigten in der Branche, in der Firma oder wie auch immer? Das ist juristisch eine komplizierte Geschichte. So etwas muss sauber austariert sein. Es geht hier um Vergaberecht. Da sind andere Rechtsgebiete, die durchaus nickelig sein können, im Überschneiden, ich sage nur mal das Stichwort Europarecht. Und deshalb hat sich ja bisher auch, was wir für generell besser hielten, der Bund leider aus dieser Geschichte draus gehalten, weil natürlich ein Bundesvergabegesetz, um Flickenteppiche zu vermeiden, wäre wesentlich besser und zielführender, als wenn das die einzelnen Länder in einer Form von Schaukelpolitik machen, bis zu bestimmten Bundesländern, die so etwas auch gar nicht haben. Es gibt es nicht überall, es gibt zwei Bundesländer, die sowas überhaupt nicht gemacht haben, aus meiner Kenntnis heraus Bayern und Sachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Langer Rede, kurzer Sinn, wir werden an diesem Thema dranbleiben, deswegen haben wir es ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Mir ist es persönlich ein so sehr hohes Anliegen. Ich warne allerdings davor, dass die Politik, ich sage die Parteipolitik, das Zepter in die Hand nehmen will. Ich glaube nicht, dass wir mit AfD und Lindners und was weiß ich an der Stelle weiterkämen. Wir werden ja hören, was ihr dazu meint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr diese Entwicklung, die ich jetzt gekennzeichnet habe, für die SPD-Fraktion mittragen würdet. Deswegen ist mir eine stabile Weiterentwicklung des Tariftreuegesetzes im Sinne der Beschäftigten mit dem Koalitionspartner zusammen, die belastbar ist und auch tatsächlich zur Anwendung kommt, wichtiger, als wenn es irgendwo theoretisch besser sein könnte. In diesem Sinne werden wir auch weiterarbeiten. Vielen Dank.